Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cave Story. Wir sind jetzt hier im Mimiga Village und ich habe eigentlich schon fast wieder vergessen, was wir machen sollten. Aber hier war irgendwo noch was. Da bin ich mir sicher. Ich glaube hier weniger. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, was wir machen sollten. Aber ich weiß, dass wir den bösen Toaster in der letzten Folge besiegt haben. Wenn ich mich gerade nicht irre. Nö, ist schon richtig. Wir haben den bösen Toaster besiegt. Mit dem haben wir schon mal gesprochen, ne? Dann machen wir das nicht nochmal. Ja, okay. Aber ich glaube, mit dem hat er noch nicht gesprochen. Ah ja, wer wurde... Toroko oder Tomoko, ich hab's vergessen, wurde entführt und... Das ist schlecht. It's locked. Ist hier irgendwo was drin? Nein? Schade. Hätte ja sein können. Aus diesem Haus kamen wir, ne? Ist hier noch irgendwo was? Mann, ich weiß gar nicht mehr, was los ist. Oder was hier gemacht wurde. Ich habe ehrlich gesagt nur ein Part aufgenommen, weil ich nicht so viel Zeit hatte an dem Tag. Aber ich werde nun einen weiteren Part aufnehmen. Also nicht viel mehr, aber ein Part. Hier drin vielleicht? Ah, da ist er. Hat du das Haus geh? There should be at least one more copy somewhere. Toroko, she feigns ignorance. I wonder maybe Jack would know something. Jack, bist du Jack? What did you say? Taroko's been kidnapped. That's terrible. We have to inform King. Ach so. Ah, sehr gut. Wohin geht's hier? Zum Mimiga Cemetery? Apparently close to Hazel. Okay, dann gehen wir einfach mal rein. Oh, ah! Da sind Champignon-Köpfe! Cranker, shit! Kann ich den nur von hinten kriegen? Ja, nur von hinten. Ui. Ui. Das ist aber ein eigenartiger Mann. Das ist voll eigenartig, aber schön viel Erfahrung. Und der Riesen-Champignon. Oh, die kriegen wir auch. Soll das echt ein Champignon sein? Das ist total eigenartig. Warte. Mini-Champignon. Wir kriegen unsere unsere Waffe niemals auf Stufe 3. Ich bin zu schlecht dafür. Boah, ich bin so kacke. Wie kommt man da denn hoch? Das ist doch zu hoch, oder? Ah, da glitzert was. So. Arthur's Grave. Something is written on the headstone. Here rests the true Mimiga hero Arthur. Oder Arthur? Found Arthur's Cave. Arthur oder Arthur? Ich nenne ihn Arthur. Ich finde den Namen Arthur schöner. Als Arthur. Oh, nee, ich komme da nicht hoch. Da vorne war noch ein Champignon-Kopf. Ah, Champignon! Ich mag dich in meiner Suppe, sonst nirgendwo. Doch. Weil das ist privat. Hier. Blub. Runter hier. Das hier ist Arthurs Haus, ne? Ja, used Arthurs K. Schöne Bude. Was ist hier drinnen los? Einfach mal hier. Live auffüllen. Und speichern. Ah, man speichert so schön schnell, das finde ich toll. Was ist denn da unten? Das sieht nach einem, naja, nicht mehr so schönen Garten aus. Flowers? Ja, du darfst auch noch was sagen. Aus einer Flowers? Blümchen! Ah, Blümchen! Was ist das denn? Kannst du dir nicht angucken, ne? Ein PC. Text is disabled on screen. Oh. Kazuma. Kazuma. But just, wie habe ich den nochmal gesprochen? But just so you know, if I get a low teleportation to Egg Corridor. Okay. Egg Corridor now accessible via teleport. Wir können uns teleportieren. It's a teleporter. Zum Egg Corridor. Gehen wir zum Eiergang. Teleport to the Egg Corridor. Ja, zum Eiergang. Eiergang hört sich irgendwie nicht richtig an, aber okay. Was ist das denn für ein grüner Typ da oben? WTF?
Watch out for that little white thing moving back and forth down below. Its touch is as deadly as it gets. Ah, okay. Ich muss sagen, ich habe das Spiel ja schon mal ein bisschen gespielt. Noch nicht so weit, aber die Szene kenne ich noch und ich glaube, ich würde hier nicht weiterkommen, würde ich sie nicht kennen. Das ist echt mies. Boah, sind die aggro. Oh. Seid mal nicht so aggro, kommt runter. Level up. Jetzt könnt ihr sehen, guck mal, jetzt schießt die Waffe 2. Und schon sind die Viecher viel leichter. Weil ich doppelt so viel Schaden mache. Muhahaha. Ja, das ist wirklich viel einfacher so. Wow, Insekten. Ah, sehr gut. Ah, Leben. Wow. Insektis. Elefantenmann. Uiuiui, ui, nicht, dass er gleich auf meinen Kopf springt. Ah, aber du wolltest es. Ich hab's genau gesehen. Stufe 3. Unsere Waffe ist besser. Oh ne. Oh ne, gleich werden die aggressiv. Ich muss sie von hinten angreifen. Ja, sehr gut. Auf Stufe 3 ist doch alles viel schöner. Spring, spring, ja. Sehr gut. Das Mädchen. Sehr gut. Nein, warte, das ist so ein keckes Mädchen, ne? Wie macht man ein mädchen Mädchen? There you are, you monster! You don't scare me! What? You want some of this? Dann kannst du auch das haben! Take your best shot! Even my big brother has never beaten me! Ouch! You got me! Sorry, I'm so sorry! Ow! Who are you? Vergewaltigen und plündern, vergewaltigen und plündern. Ah, der ist geil. Also, ganz ehrlich, der ist cool. Was ist das denn für ein Typ in Dino-Kostüm? Was hast du mir zu sagen? Hey, this is highly unusual. You are a soldier from surface. Are you not? Where's your blonde pal? What? You lost your memory? Boah, was ein Arsch. You lost your memory? Nein, oh. Ich will auf jeden Fall die Live-Capsule da, Dingsbums, ne? Wisst ihr Bescheid? Will ich auf jeden Fall haben, weil, ganz ehrlich, Leben schadet nie. Sehr gut. Obtained a Live-Capsule. Ich glaube, sowas muss ich nicht mehr vorlesen, das ist trivial. Und schon wieder eine Errungenschaft vom Juggernaut. Ah, ich gehe schnell speichern. Ich habe keinen Bock, nochmal da oben langlaufen zu müssen. Obwohl es auch nur eine Sekunde lang dauert. Aber egal. Schub, schub, schub. Oha, Insektis. Nein, nein, nein. Oh, war das geil. Oh. Ah, nein, 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 nein. Das Ding, das ist nicht so... Das ist wirklich so übertrieben, wie gerade gesagt wurde. Das weiß ich sogar noch. Aha, getroffen, getroffen. Das ist wirklich übel krass. Achso, hier geht's. So, ne? Nee. Nein! Scheiße. Ja, want to retry. Wobei ich glaube... Ich muss eigentlich gar... Warte. Ich glaube, ich weiß, welchen Weg ich nehme. Ah. So, ganz einfach. Ich muss sowieso nochmal gleich hier durch. Den ganzen Weg. Deswegen, ja, kann ich auch von Anfang an den Weg nehmen, denke ich. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Komm schon. Danke. Nein! Oh! Insektis! Aha. Ich finde das voll cool, das Spiel. Das ist Jump'n'Run wie damals. Nur irgendwie frischer. What? Warum kommt das wieder sofort zurück? Verdammt! Gehen wir nochmal zurück, ne? Ach. Das war, glaube ich, die Szene am Anfang des Spiels, an der ich am längsten festhing, weil die ist wirklich asozial. Und das so schnell am Anfang.
Ich verstehe gar nicht, wie man auf die Idee kam, die so schnell ins Spiel reinzubringen. Das ist doch so scheiße. Also nicht scheiße, sondern unfair teilweise. Das muss man erstmal checken, wenn man das Spiel das erste Mal zockt. So. Ihr kommt mit mir. Stopp. Ganz einfach soweit. Ha, geschafft. Oh Mann. Sehr gut. Okay. Wie weit komme ich? Nein! Ich komme nicht so weit! Scheiße! Okay, müssen wir nochmal zurück. Ich brauche die Live Capture. Ich habe gedacht, wir können da jetzt durchrennen. Aber ich habe mich geirrt. Sind überhaupt eins der Eier offen? Ich muss doch gleich zu den Eiern. Oh, ich habe gespoilert. Ah! Mit voller Kraft auf Elefanten. Aha. Oh, ich finde das so süß, das Spiel. Das ist eins der besten 2D-Jump'n'Runs überhaupt. Kann man sagen, was man möchte, aber das ist eins der besten 2D-Jump'n'Runs. Ich habe übrigens auf YouTube, ich habe mal geschaut, wer das noch so gemacht hat, dieses Spiel. Ich habe wirklich nur das normale Cave Story gefunden als Let's Play-Projekt. Ja, ich habe wirklich niemanden gefunden, der Cave Story Plus gemacht hat. Echt niemanden, das wundert mich ein wenig. Das ist echt eigenartig eigentlich. Uiuiuiuiuiui. Aber ich habe die Live-Capsule, können wir jetzt zurück. Und ein bisschen Eier abklappern. Ich frage mich immer noch, wofür diese eigenartigen Eier überhaupt sind. Ich meine, wer hat Bock auf so viel Rührei oder Spiegelei, keine Ahnung. Eier sind zwar lecker, aber man kann es ja übertreiben. Und vielleicht werden die auch irgendwann faul und dann stinken die und dann sind das riesengroße faule Eier. Boah, wie ekelhaft. Ah, erstmal speichern. Nicht, dass ich da gleich nochmal reinspringe, ne? Obwohl, doch, wird wahrscheinlich so kommen. Upp. Nein, boah. Ich hätte fast die Prophezeiung wahr werden lassen. Ja, ja. Ah, Mist. So, hier, so komme ich rüber, ne? Ja, sehr gut. Hallo, du da oben? Wupp, wupp, wupp. Ah, ganz einfach. Hallo. Wow, wo kommst du her? Ich habe dich gar nicht gesehen. So. So weit, so gut, würde ich mal behaupten. So. So. Ja, ja, sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ach, was mache ich denn da? Ah, was mache ich denn da? Sup, sup. So. Was bist du denn? Du Riesen-Heini. Rieseninsekt. So. Ah, oh, da vorne ist eine Kiste. Da unten ist Leben. Okay, geh ruhig vorbei. Dann holen wir uns erstmal das Leben. Wupp, wupp. Klick, klick. Computer anschalten ist ja auch was ganz Nettes. Und jetzt hier. Bring mich nach oben, James. Ja. 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 Oh, was ist nun in der Kiste? In der Kiste? Obtain the Missile Launcher. Ey, eine neue Waffe? The Missile Launcher is a powerful weapon, but it has limited ammo. Collected additional ammunition from fallen enemies. Sehr? Oh, Raketenwerfer. Okay, das ist wirklich ganz cool. Aber ich bleib jetzt erstmal bei der anderen Waffe. Ich spiele immer mit der Hauptwaffe. Also mit der Standardwaffe. Irgendwie. Das habe ich mir so angewohnt. Oder angewöhnt. Wow! Wo kommst du, Dicker, her? So. Ey, das Ei Nummer 2 ist offen. Da können wir bestimmt rein. Wow! Warum ist er nicht gesprungen? Ah, Mann. Ey. So. Gleich kommt das Rieseninsekt. Dafür nehmen wir mal die Raketen, ne? So.
So, ganz einfach. Dann können wir direkt mal. Können wir das schon ableveln? Nein, schade. Ja, aber das hat ein Level abgegeben. So, ganz einfach. So. So geht das doch. So, so, so. Alles okay. So. Kann ich mich aber auch nicht mit ableveln, ne? Schade eigentlich. So. Ui, das waren aber viele Mist, weil es jetzt die mir das Ding gebracht hat, ne? Und da vorne seht ihr, warum ich gerade suche, ob ich bei den Eiern reinkomme. Das ist der Grund. So. So. Egg number one. ID card required to remove shield. ID card. Die ID card war auch irgendwo. Das weiß ich noch. Kam ich da nicht rein? Ah, war das nicht bei Egg number 6 oder so? So. So. So, Rocket Launcher ist voll. Sehr gut. So. Wir müssen jetzt nach einem offenen Ei suchen. Nach einem offenen Ei? Wie behindert sich das anhört? Die Aussage. Na, na, na. Wo kann man rein? In welches Ei kann man? In welches Ei kann man? Ja. Bisschen noch behinderter. Da ist Ei Nummer 6. Ich warte jetzt nochmal, bis es hier vorbei ist. So. So. Hier. Open the treasure chest. Obtain the ID card. Ja, genau nach dem Ding haben wir gesucht. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Ei Nummer 1. Oh, ich hasse dieses. Ich gehe zum Ei. Ei, ei, ei. Nein, das ist voll behindert. Also die Namen der Dinger. Aha. Mehr oder weniger sowas ähnliches wie ein Shortcut. Ah. Oh, sind das viele Raketen. Ah. Aber komm. Ich habe nur noch 4. Dann save ich hier mal, ne? Und ab zum Ei Nummer 1. Dann schub. Schubidu. So, ganz einfach. So, auch ganz einfach. Die riesen Insekten könnten mir gar nichts. Auch ganz einfach. Ah, und du bist schwierig, du verdammtes Kissen-Dings, Flausch-Bums. So. Hier, inserted ID card. Shield removed. Und wir können da durch die Tür. Yay. Oh. Sehr schön. Wenn ich mich nicht irre, weiß ich, was jetzt kommt. Professor's very important for test acts. Very important. I won't let anyone use it. Ja, ah, friss meine Raketen. Friss meine Raketen. Friss meine Shorts. So, ich kann einfach über dich springen. Du bist ein Schwächling. Juhu! Joho! Was machst du da? What? Was bist du denn für ein Typ? Ich hab erstmal gedacht, jetzt kommt ein Kamehameha aus deinem Mund oder so. Meine Güte. Ah, ich werde zum Super Saiyan. Nein, nicht Kamehameha. Boah, sehr gut. Boah. Was? Der wird klein? Oh, wie süß! Oh. Defeated Igor! Igor! Hallo Igor! Für Gottes Töne!
Erstmal speichern. It won't open? Okay. Dann gehen wir hier rein. Egg number zero. Wer bist du denn? Au! Oh. Ouch! There! I haven't lost yet. I'm gonna take it serious now. Who? I got knocked up by that monster. Did you save me? Ungewollter Nebeneffekt, also ja. This is none of your business. I can take care of myself. I hate this island and every living thing of it. On it. Oh, this must be it. Egg number zero. We can get off this island with this egg. Wie bitte? Wir können mit Eiern... Hä? Egg condition is normal. Also das ist nicht verfolgt. Super. Awesome. Oh, a password? It looks like I need a password to hatch this egg. If my big brother were here, he would fix everything. Ja, dein großer Bruder, ne? Der wird hier alles für dich machen, ne? There's nothing to do here. I guess I'm out. Vielleicht können wir das Passwort? Are you from this island? You don't seem like you are. Ah, ne, ich bin hier Robotermensch, glaube ich, oder so. Letters on your cap aren't from here. Maybe you're lost. Fine. I will let you come with me. We can get off this island together if you want, but in return, you're gonna have to help me. Ja, ja, du Olle. Nein. Flying Dragon Egg Number Zero. Hatching preparations complete. Input password. Das ist ein Drachenei? Alter, wie crank. Naja. Ah, das ist jetzt auf. Das ist sehr gut. Okay. Ich glaube, an dieser Stelle verabschiede ich mich dann und bis zum nächsten Part. Ich hoffe, euch gefällt dieses Spielchen und schaut auf jeden Fall mal öfter rein. Falls ihr das nicht verpassen wollt, keine Ahnung, haut mal ein Abo rein, wenn ihr wollt. Also, bis auf Wiederschüss.